Hallo liebe Gemeinde, hallo liebe Zuschauer auf unserem YouTube-Kanal. Es sind ganz besondere Zeiten gerade und ja, ich stehe deswegen hier bei uns im Wohnzimmer und mache heute die Predigt mal so und ihr sitzt vielleicht auch gerade zu Hause bei euch im Wohnzimmer und schaut euch die Predigt an. Aber wie toll ist es doch eigentlich, dass wir heutzutage so Möglichkeiten haben, dass wir trotz diesen besonderen Zeiten, die wir gerade haben, über Gottes Wort nachdenken können, auf diese Weise über Gottes Wort nachdenken können. Und das möchten wir jetzt auch gemeinsam tun. Ich möchte euch einladen, dass wir jetzt gemeinsam auf Gottes Wort schauen. Wir als Gemeinde haben ja schon in den letzten Wochen die Predigtserie Ich bin, Jesus stellt sich vor, miteinander gehabt und uns unterschiedliche Ich bin-Worte angeschaut in den letzten Wochen. Und auch jetzt, heute, möchte ich mit euch zusammen so ein Ich bin-Wort anschauen. Es ist das letzte Ich Bin-Wort von Jesus. Jesus sagt dieses Ich Bin-Wort in Johannes 15. Und dort sagt er, ich bin der Weinstock. Und ich lade euch ein, dass wir uns jetzt gemeinsam den Predigttext anschauen aus Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Und dort sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, die schneidet er zurück, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringen. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Was denkst du, wenn du diesen Predigttext gerade gehört hast, ihn mitgelesen hast, hier am Bildschirm oder auch in deiner Bibel? Was denkst du, wenn du das hörst? Vielleicht denkst du noch an das Gläschen Wein von heute oder von gestern Abend. Vielleicht denkst du aber auch an die schönen Weinhänger an Mosel und Rhein. Wisst ihr, als ich diesen Text in dieser Woche vorbereitet habe, musste ich an meine Heimat denken. An meinen Heimatort, Schriesheim. Hier seht ihr meinen Heimatort. Schriesheim an der Bergstraße zwischen Weinheim und Heidelberg an der A5. Ein wunderschöner Ort. 14.000 Einwohner und was zu Schriesheim dazugehört, ist zum einen diese Burgruine, aber auch die Weinberge. Und so habe ich in meiner Jugendzeit viel Zeit auch dort in den Weinbergen verbracht. Und so ist Weinbau in Schriesheim gehört einfach dazu. Jeder kennt es, jeder kennt sich ein bisschen damit aus. Es gibt einige, die haben sogar noch einen eigenen Weinberg und so ist das ein Thema, was in Schriesheim einfach dazugehört. Und wenn man dort wohnt, dann kommt man an diesem Thema Weinbau gar nicht vorbei. Interessant ist aber auch, was Jesus und vor allem auch die Jünger und die Jesus dort zugehört haben, als er das gesagt hat von sich, dass er der Weinstock ist, was die gedacht haben. Weinbau gehört zu Israel. Es gehört in die Kultur von damals. Schon bevor das Volk Israel in dieses Land kam, gab es da schon Weinbau. Und so ist das, was Jesus hier sagt, etwas, was direkt aus der Mitte des Lebens dieser Menschen kommt. Die Menschen wussten, was Weinbau bedeutet. Sie kannten sich aus damit. Und nicht zuletzt gibt es auch viele Geschichten im Neuen Testament, die genau um dieses Thema sich drehen. Schon im Alten Testament können wir viele Vergleiche zum Weinbau sehen und auch im Neuen Testament hier und an einigen anderen Stellen. Zum Beispiel das erste Wunder von Jesus. Was wir auch im Johannesevangelium berichtet bekommen, ist, dass er auf einer Hochzeit Wasser zu Wein macht. Und so ist das, was Jesus hier erzählt, mitten im Leben der Menschen, die ihm zugehört haben. Und diese Menschen, die ihm zugehört haben, die wissen auch, dass so ein Weinstock durch unterschiedliche Phasen in seinem Wachstum geht. Durch die Jahreszeit. Und diese Menschen wussten auch, dass es beim Weinstock um eine Sache geht und die entscheidend und wichtig ist, nämlich, dass er wächst, dass er Frucht bringt. Das ist das Ziel, das ist, warum man einen Weinstock in die Erde setzt, dass er irgendwann Frucht bringt und wächst.
Und so wussten die Menschen eben auch etwas von den Jahreszeiten und von den Phasen, durch die so ein Weinstock geht. Ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht und ja, es sind eben diese vier Jahreszeiten, durch die so ein Weinstock geht. Das ist der Frühling. Das ist eine besondere Zeit, da beginnt die Kraft zu sprießen, es gibt erste Knospen. Der Winzer schaut schon, welche Knospe vielversprechend ist, um dann später auch, dass dann später auch diese wunderbaren Reben und die Trauben dort wachsen. Aber dann gibt es den Sommer. Sommer ist eine Zeit der Ruhe. In dieser Zeit muss dieser Weinstock ruhen. Das ist die Zeit der Befruchtung. Und deswegen darf da nicht so viel passieren, damit die Bestäubung nicht irgendwie verrieselt, sondern auch dort landet, wo sie hin soll. Und dann im Herbst, in der dritten Jahreszeit, da passiert das Highlight. Darauf wartet der Winzer schon das ganze Jahr über die Ernte. Dicke, fette, reife Trauben, die er ernten kann. Das ist der Höhepunkt von so einem, in so einer Phase des Weinstocks. Und dann gehört aber auch diese vierte Jahreszeit, die vierte Phase dazu, der Winter. Es kehrt Ruhe ein. Der Weingärtner, der Winzer, schneidet den Weinstock zurück, auch das gehört dazu. Er bereitet ihn quasi schon vor auf das nächste Jahr und auf die nächste Wachstumsphase, dann wieder beginnt mit dem Frühling. Und wisst ihr, ich glaube, dass wir auch aus unserem Leben solche Phasen kennen. Dass wir auch solche Phasen kennen, die auch der Weinstock kennt. Unterschiedliche Lebensphasen in unserem Leben. Vielleicht geht es dir gerade so, dass du dich wie im Frühling fühlst, dass etwas beginnt zu entstehen in deinem Leben und das ist etwas Tolles. Vielleicht fühlst du dich aber auch gerade wie im Winter. Dinge sind gerade nicht da, die du dir gerne wünschst. Vielleicht fühlst du dich auch in manchen Lebensbereichen gerade eingeschnitten. Und auch solche Lebensphasen gehören dazu. Gehören zum Wachstum, gehören zu deinem persönlichen Wachstum, wenn du Christ bist, dazu. Und ich lade euch ein, dass wir uns das Thema Wachstum mit diesem Bibeltext aus Johannes 15 jetzt noch ein bisschen genauer anschauen. Jesus spricht hier von Wachstum. Er spricht davon in diesem Bild vom Weinstock. Und ich möchte mit euch zwei Dinge anschauen, wie Wachstum geschieht und wie Jesus uns das hier in diesem Text vorstellt. Das erste ist, dass Jesus uns das vorstellt, indem er sagt, dass es Wachstum eben durch Reinigung gibt. Das zweite ist, dass Jesus uns vorstellt, dass Wachstum auch etwas mit dranbleiben zu tun hat. Lasst uns das erste gemeinsam anschauen. Jesus beginnt ja hier in diesem Predigttext, in so einem Text aus Johannes 15, sehr unvermittelt. Er erklärt uns dieses Bild. Und so bekommt hier auch jeder eine Rolle. Jesus sagt, Gott, der Schöpfer, sein Vater, unser Vater im Himmel ist der Weingärtner. Jesus sagt von sich, dass er der Weinstock ist und auch wir bekommen eine Rolle. Wir sind die Reben, die an ihm hängen. Und so haben wir eine Aufgabe, Frucht zu bringen. Und das ist das erste Stichwort, was wir uns anschauen wollen, Frucht bringen. Was meint Jesus damit, wenn er davon hier spricht? Und ich glaube, wenn wir uns ein bisschen in der Bibel und vor allem auch im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament uns umschauen, dann bekommen wir Hilfestellung, was Jesus mit Fruchtbringen meint. Wir finden zum Beispiel einen Text vom Apostel Paulus aus Galater 5, die Verse 22 und 23. Dort sagt Paulus, die Frucht hingegen, die Gottes Geist hervorbringt, besteht in Liebe, in Freude, in Frieden, in Geduld, in Freundlichkeit, in Güte, in Treue, in Rücksichtnahme und in Selbstbeherrschung. Ich glaube, das, was Paulus hier sagt, kann uns auf eine erste Spur bringen, was Jesus meint mit Frucht bringen. Interessant an dieser Stelle ist, dass Paulus hier in Einzahl spricht. Er spricht von die Frucht, obwohl hier mehrere Dinge dazugehören. Es macht also den Eindruck, als ist Fruchtbringen etwas Ganzheitliches, dass da eben viele Sachen im Leben eines Christen dazugehören und nicht nur eine exklusiv, sondern eben mehrere Dinge, vielleicht auch die, ja oder genau die, die Paulus hier aufzählt. Und so ist dieser Text, den wir hier von Jesus finden,
ist auf der einen Seite ein relativ schöner Text, weil wir so tolle Sachen damit verbinden. Ja, vielleicht verbinden wir tatsächlich das gute Glas Wein damit, was aus diesem Trauben dann entsteht. Oder den Traubensaft, den wir trinken. Oder wir verbinden damit einen schönen Sommertag in Weinbergen, Rhein oder Mosel. Aber es gehört auch eine andere Seite dazu und davon spricht Jesus auch. Und so spricht Jesus davon in unserem Text, in dem ersten Teil von Vers 2, dass er sagt, jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, die schneidet er ab. Auch das gehört dazu, auch das gehört zu diesem Bild. Und vielleicht denkst du jetzt gerade, puh, das ist aber ganz schön komisch. Wie soll ich damit umgehen? Ja, es ist eine schwierige Seite. Aber ich glaube eben, beide Seiten haben ihre Berechtigung. Beide Seiten gehören eben auch dazu bei Gott. Und vielleicht fragen wir uns aber auch, wie sollen wir uns das vorstellen? Und vielleicht müssen wir das uns aber auch gar nicht vorstellen an dieser Stelle. Weil wir sehen ja auch, dass Jesus hier Rollen verteilt. Der Vater ist der Weingärtner. Jesus ist der Weinstock und wir sind die Reben. Und wenn wir anschauen uns in der Praxis, wer denn hier Reben beschneidet und den Weinstock, dann ist das ja der Weingärtner. Dann sind das gar nicht wir, sondern dann ist es Gott. Und so ist es ganz wichtig, dass wir auch erstmal uns vor Augen haben, wie Gott ist. Und Gott stellt sich uns vor als ein Gott, der liebevoll ist. Und so dürfen wir nicht vergessen, dass dieser Blick Gottes des Weingärtners ein liebevoller Blick auf unser Leben ist. Ein liebevoller Blick, den er in dein und mein Leben hat. Und nach diesem Anfang geht es dann aber auch weiter. Wenn wir in diesem zweiten Teil von Vers 2 schauen, dann spricht er aber auch davon, dass er auch andere Reben reinigt, dadurch, dass er sie beschneidet. Jesus sagt hier, eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Wenn wir uns das anschauen, dann ist das Reinigen der Rebe in der Praxis eine Sache, die unausweichlich ist für den Weingärtner. Er muss es tun. Er muss es tun, damit das Ergebnis gut wird. Und so ist es eine Aufgabe, die unausweichlich ist für jeden Weingärtner. Aber er tut das nicht. Er tut das vor allen Dingen, weil er möchte, dass das Beste aus dieser Rebe herauskommt. Die Kraft, die muss gewissermaßen konzentriert werden. Alle Kraft, alle Wachstumskraft muss in die richtigen Stelle fließen. Und deswegen beschneidet er die Reben. Das ist eben eine Aufgabe, die wichtig ist für den Wachstum der Rebe. Für das Ergebnis, was am Ende herauskommen soll. Und so macht der Weingärtner das, aus Liebe zu seiner Rebe, aus Liebe zu seinem Weinstock. Und so wird aus dem Verlust eigentlich ein Gewinn für die Rebe. Und ich möchte dich und mich, möchte uns fragen, was könnte Reinigung für uns in unserem Leben bedeuten? Wie gesagt, es ist und bleibt herausfordernd, dieses Thema für uns, aber was könnte das bedeuten? Was sind vielleicht Triebe in unserem Leben, die ja abgeschnitten werden sollten? Was sind Dinge in unserem Leben, wo die Kraft in andere Dinge konzentriert werden müsste? Wo bringst du Frucht? Wo bringst du Frucht in deinem Leben, in deinem Umfeld? Und wo bringst du vielleicht keine Frucht und solltest Frucht bringen? Ein Blick auf diese Fragestellung kann uns aber auch der dritte Vers unseres Textes hier weiterhelfen. Dort sagt Jesus, ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Und hier kommt ein wichtiger Aspekt mit hinein in diese Stelle. Nämlich das Wort Gottes. Jesus, der das Wort auch verkündigt hat. Das Wort Gottes, was wir in der Bibel lesen können. Das ist wichtig für unser Leben. Und es kann uns helfen, Orientierung zu finden in unserem Leben. Ja, es kann uns auch reinigen, denn es gibt uns auch wichtige Hinweise für unser Leben, für unsere Lebensführung, für den Umgang in Lebensbereichen, für den Umgang ja auch in unserem Leben. Und davon spricht Jesus an dieser Stelle.
Es ist Gottes lebendiges Wort, was in unserem Leben Wachstum geben und schenken möchte. Und dazu möchte ich uns auch ermutigen, heute hier. Lasst uns Platz dafür freihalten in unserem Alltag für dieses Wort Gottes. Gerade auch in diesen Zeiten, wo wir ganz anders Gemeinde miteinander leben, ist es so wichtig, dass wir auch Platz haben für Gottes Wort. Dass wir uns selbst, jeder von uns täglich, persönlich an diese Quelle begibt. Diese Quelle, die uns Wachstum schenken möchte. Die unser Leben Orientierung schenken möchte und dadurch auch reinigen möchte. Liebe Gemeinde, lasst uns das in diesen Tagen vor allem nicht vergessen. Uns dort im Alltag hinzuwenden und dieses Wort Gottes. Ich möchte mit euch aber noch einen zweiten Bereich bedenken. Eine zweite Sache. Neben dem Reinigen durch das Abschneiden gibt es noch eine zweite Sache, die Jesus im Blick hat, wenn er über Wachstum spricht. Und das ist das Dranbleiben. Jesus spricht vom Dranbleiben. Und wenn wir jetzt unseren Blick hier richten auf diese Verse 4 bis 5, also diesen zweiten Teil unseres Predigttextes, dann sehen wir ein Grundmotiv. Und wenn du noch weiter im Kapitel 15 schaust, dann siehst du, dass dieses eine Wort, nämlich das Wort Bleiben, hier ganz oft vorkommt. Jesus spricht immer wieder vom Bleiben. Bleibt in mir, sagt Jesus. Aber er sagt nicht nur bleibt in mir, sondern er sagt auch, ich möchte auch in euch bleiben. Das Ganze ist also keine Einbahnstraße, sondern es ist eine wechselseitige Beziehung, die Jesus hier im Blick hat. Und das kennen wir auch aus Beziehungen, die wir sonst in unserem Alltag leben. Aus Beziehungen zu guten Freunden oder auch in Beziehungen zu unseren Ehepartnern. Beziehungen lebt doch von diesem Wechselseitigen. Und das hat Jesus hier auch im Blick. Jesus sagt, bleibt in mir. Bleibt in mir. Jesus fordert uns auf, in ihm zu bleiben. Aber das ist nicht das Einzige, sondern sagt er auch, und ich möchte auch in euch bleiben. Und dann spricht er auch davon, dass es sonst kein Wachstum gibt. Es braucht diese Verbindung, es braucht dieses Bleiben von Rebe an dem Weinstock, weil sonst passiert nichts. Und auch das, wie wichtig ist das auch gerade jetzt in diesen Zeiten, dass wir uns zum einen auch an Jesus halten. Dass wir an ihm bleiben, auch wenn vielleicht alles gerade anders ist und wir auch eben anders Gottesdienst feiern. Aber wie wichtig ist es auch in diesen Zeiten zu wissen, dass Jesus auch an uns bleiben möchte. Dass Jesus uns im Blick hat. Und dass Jesus vor allem auch die Dinge in der Hand hat. Und dieses Bleiben von uns an Jesus und Jesus an uns, das bildet dann die Grundlage des Wachstums dieses Weinstocks. Nur so kann Wachstum entstehen, nur durch dieses Bleiben an ihm. Von dir aus geht nichts. Du brauchst die Verbindung zum Weinstock. Du brauchst die Verbindung zu dieser Kraftquelle in deinem Leben. Aber was meint eigentlich Christus mit Bleiben? Was kann das konkret bedeuten? Eine Sache haben wir uns gerade schon angeschaut, und das ist nämlich, dass das Wort Gottes in unserem Leben Platz findet. Ich glaube, das hat viel mit an ihm bleiben zu tun. Aber es geht noch weiter. Auch wenn das gerade nicht möglich ist, aber es wird ja wieder möglich sein, dass wir eben Gemeinschaft suchen mit anderen Christen und so an ihm bleiben. Was auch dazu gehört, ist das Gespräch. Auch das kennen wir aus Beziehungen, die wir zu Menschen leben. Dass wir eben auch so an Menschen dranbleiben, wenn wir mit ihnen sprechen und mit ihnen kommunizieren. Und das wünscht sich auch Gott von uns. Dass wir mit ihm sprechen. Auch das hat mit Bleiben an ihm zu tun. Bleiben an ihm hat auch damit zu tun, dass wir unsere Gaben und Fähigkeiten einbringen. Dass wir unsere Gaben und Fähigkeiten auch einbringen in Gemeinde. Und dort, wo Jesus uns eben hingestellt hat in unserem Alltag, in unserem Leben. Bleiben in ihm hat aber auch damit zu tun, dass wir ihn in alle Lebensbereiche einbinden. Dass wir in jedem Lebensbereich auch zum Beispiel nach seiner Meinung fragen, was er für uns auch im Blick hat.
Und dass wir immer wieder auch danach fragen, was möchtest du mit mir? Was hast du mit mir vor, Jesus? Und dann gibt es noch eine andere wichtige Perspektive, wenn Jesus hier vom Bleiben spricht. Und das hat der Papst Benedikt XVI. Sehr treffend formuliert. Er hat es mal so gesagt. Bleiben das geduldige Standhalten in der Gemeinschaft mit dem Herrn durch alle Wirrnisse des Lebens hindurch. Und das finde ich etwas Wunderbares, gerade in diesen Zeiten, dass das eben auch bleiben bedeutet. Bleiben und standhaft bleiben, trotz aller Wirrnisse, die wir gerade vielleicht auch erleben in unserem Leben. Wenn wir diesen zweiten Teil weiter anschauen und vor allem auf Vers 5 schauen, dann möchte ich mit euch noch eine Sache entdecken. Jesus scheint sich hier irgendwie zu wiederholen. Ist das jetzt Zufall oder Absicht? Ich würde sagen, es ist Absicht. Jesus spricht nochmal davon, vom Bleiben. Aber in diesem Vers 5, finde ich, legt Jesus noch eine Schippe drauf. Denn er spricht nicht nur vom Bleiben, sondern er geht, glaube ich, noch eine Nummer tiefer mit uns. Und bezeichnend finde ich vor allem diesen letzten Vers, diesen letzten Satzteil. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich glaube, das hat viel mit Abhängigkeit zu tun. Abhängigkeit, das ist ja ein Wort, vielleicht hast du es gerade schon gedacht, was ja irgendwie nicht so positiv belegt ist bei uns, wenn wir das sonst so in unserem Alltag benutzen. Wir wollen ja eher unabhängig sein. Unser ganzes Leben ist ja auch darauf ausgelegt, unabhängiger zu werden. Finanziell unabhängiger, unabhängiger von den Eltern zu werden, unabhängig zu sein, das wollen wir doch. Das merken wir zum Beispiel, wenn wir davon sprechen, dass man abhängig ist von jemandem oder von einer Droge beispielsweise. Aber Jesus spricht hier von Abhängigkeit und Jesus dreht es an dieser Stelle um. Er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus führt uns mit diesem Vers geradewegs in eine Abhängigkeit. Aber nicht irgendeine gefährliche Abhängigkeit, sondern in eine entscheidende und wichtige Abhängigkeit in unserem Leben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun in der Effigie-Weigern-Zeit. Ohne mich könnt ihr nichts tun in der Erziehung eurer Kinder. Ohne mich könnt ihr nichts tun in eurem Job. Ohne mich könnt ihr nichts tun in eurem Alltag. Ohne mich könnt ihr nichts tun in einer Zeit, in der das Wort Corona eine oft benutzte Vokabel ist. Liebe Gemeinde, diese Perspektive, die wünsche ich uns. Diese Abhängigkeit von Jesus, die wünsche ich uns, jeden Einzelnen von uns. Und ich lade euch ein, dass ihr vielleicht auch gemeinsam oder alleine nochmal diesen Bibeltext anschaut und entdeckt, was wir uns gerade angeschaut haben. Dass ihr entdeckt, was Wachstum für uns bedeuten kann. Dass Wachstum eben für uns bedeuten kann, dass er, der Weingärtner Gott, uns reinigt. Dass Wachstum aber auch viel mit dranbleiben zu tun hat. Und gerade das wünsche ich uns in diesen Zeiten, dass wir dranbleiben an ihm. Und dass wir auch nicht vergessen, dass er auch an uns dranbleibt und immer dranbleiben wird. Und dass wir mehr und mehr lernen, dass Wachstum, was damit zu tun hat, abhängiger zu werden von ihm. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gesegnete Woche mit allem, was ansteht. Und ich hoffe, dass wir uns bald auch live wiedersehen in der Gemeinde. Und in diesem Sinne sende ich euch Grüße in euer Wohnzimmer, aus unserem Wohnzimmer hier in Weigernshain nach, ja, wo ihr auch immer sitzt. Liebe Grüße und bis bald. Ciao.